Ich glaube, wir sind in einer sehr wichtigen Phase, wo wir als Gesellschaft Regeln für die Digitalisierung vorgeben müssen. Gerade in den Anfangstagen des World Wide Web gab es diesen großen Enthusiasmus und vielleicht dieses Gefühl, das Internet wird von selbst ein wunderbares Instrument, von dem wir alle profitieren. Es stellt sich jetzt heraus, das ist nicht notgedrungen so. Wenn zum Beispiel Unternehmen im Alleingang die Regeln vorgeben, die Apps designen, wie sie es für sinnvoll halten, kann es sein, dass diese Instrumente, diese Apps oft den Unternehmen dienen, oft gut zu deren Geschäftsmodell passen. Und wir müssen jetzt nachjustieren als Gesellschaft und zum Beispiel sagen, wo gibt es Grenzen? Wo ist das Gemeinwohl ein anderes? Und was machen wir? Ich gebe ein Beispiel. Wir sehen, dass sehr viele Apps, sehr viele Online-Dienste so designt und gebaut sind, dass sie User motivieren, recht viele Daten zu teilen. Das wird oft als Dark Patterns bezeichnet, also zum Beispiel, dass auf einer Webseite mit Farben, mit Pop-ups gearbeitet wird, die tendenziell mich dorthin führen, da auf OK zu klicken. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie die Facebook-App auf Android installieren, sagt die App gleich zu Beginn, Facebook ist besser mit Freunden und man wird motiviert, sein Telefonbuch hochzuladen. Und wenn man das ablehnt, kommt nochmal ein Pop-up und man wird nochmal gefragt, ob man nicht doch sein Telefonbuch mit Facebook teilen will, weil es ermöglicht, die Freunde auf Facebook zu finden. Was nicht gesagt wird, ist, dass diese Kontakte, diese Handynummern anscheinend auch für Werbezwecke genutzt werden. Das legt zumindest eine Untersuchung der Northeastern University von unter anderem von Wissenschaftler Alan Mislav nahe. Das heißt, derjenige, der die Apps designt, der das Design, die Pop-ups wählt, der hat eine gewisse Macht mit den Voreinstellungen, mit der Oberfläche, Leute in eine gewünschte Richtung zu drängen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ziemlich hart reingehen und Grenzen ziehen, was zum Beispiel nicht mehr zulässig ist, was nicht mehr fair dem Einzelnen gegenüber ist. Das ist ein komplexes Thema. Es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt auch nicht die eine magische Antwort. Und dann haben wir ein Gemeinwohl in der Datenpolitik. Aber was ich sehr gut finde, ist, dass gerade auch in Deutschland die Debatte mittlerweile sehr ernsthaft abläuft. Und ich glaube, die nächsten 20, 30, 40 Jahre, da wird diese Frage, wie stellen wir sicher, dass diese wunderbaren Tools und auch die Geschäftsmodelle rundherum profitabel und sinnvoll genug für uns alle sind, ich glaube, diese Frage, die werden wir sehr intensiv diskutieren müssen. Und das wird eine der großen Herausforderungen unserer Generation sein.